Herzlich willkommen, dritte Folge. Wir sind an der GWG, der Gunnar-Wilke-Gesamtschule. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mache ich eigentlich mit Cargohose, Sandalen, Lavendel und Vanille? Und ich habe mir gedacht, wir gucken jetzt mal rein, wir gucken mal auf den Screen hier. Hier gibt es die Funktion Anpassen. Und ich denke mal, wir gehen heute mal nicht in den normalen Unterricht. Wir gucken uns mal und schauen uns mal ein bisschen um. So, Lehrkräfte haben wir hier, Schule und Klassenzimmer. Ja, fangen wir mal bei Lehrkräfte an. Sehe ich jetzt wahrscheinlich das ganze Kollegium zum ersten Mal. Und das bin ich. Wo sind denn die neuen Lehrer? Ich bin anscheinend alleine an der Schule. So, was haben wir denn hier? Hauttyp. Ja, das passt ja gut. Ja, das wäre dann höchstens nach dem Urlaub. Ja, nee, das ist ein bisschen zu dunkel. Hauttyp passt, Augenfarbe blau passt ja auch. Was haben wir denn hier? Die Frisur. Ja, die sitzt. Hier, geht auch. Ich weiß nicht. Oh, nee, wir lassen mal hier. So, dann haben wir hier noch eine Funktion. Und zwar Bart. Nee. Ja, den hatte ich mal früher. Ja, so sah ich dann mal früher aus, aber nee, aktuell ohne Bart. Machen wir ohne Bart. Was haben wir denn hier? So. Oberteil. Kann man das noch weiter aussuchen? Nee, kann man nicht. Okay, also heute mal im Pullover. Nehmen wir doch mal Pullover. Machen wir mal hier. Ja, genau. Schwarz. Super. Oberteil-Variante. Eins oder zwei. Das ist eigentlich egal. Hose. Wo ist denn die Cargo-Hose? Da ist sie doch. Gut, dann nehmen wir mal die Cargohose. Das sieht so ein bisschen aus wie... Ja, hier. Nehmen wir mal so. Und Schuhe. Genau, wir nehmen andere Schuhe. Ah, aber die Sandalen. Ich dachte, ich hätte mal Sandalen bekommen. Gut, dann nehmen wir diese Schuhe. Ja, was haben wir denn hier noch? Hier können wir noch anpassen. Die Brille. Ja, Brille ist schwarz. Lassen wir so. Die passt nicht so. Sieht so ein bisschen aus wie Harry Potter. Gut, das auch. Und Ohrringe habe ich auch nicht. Und hier haben wir ABC. Benenne den Lehrer. Ja, das bleibt natürlich dabei. Gut. Dann sind wir hier eigentlich fertig. Gehen wir mal zurück. Willst du die ändern wirklich? Nein, natürlich möchte ich die nicht. Möchte ich die angewendet haben. Dann machen wir halt anwenden. Ja, gut. Dann gehen wir hier mal zurück. Was können wir denn noch machen? Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um hier, wie die Schule überhaupt so aussieht. Wo ich meine ganzen Boni, die ich so bekommen habe, überhaupt einsetzen kann. Schule! Jawohl! Die Name lassen wir natürlich so. Die GW-Gesamtschule, finde ich, passt ganz gut. Das Logo lassen wir auch so. Farbe? Was ist Farbe? Ja, das lassen wir so. Selbstverständlich. Jawohl, Schuluniform. Warum nicht? Ich war auch mal im Rahmen meiner Ausbildung, war ich an einer Schule in England. Hab dort auch selber unterrichtet in einer englischen Schule. Da ist Schuluniform auch vorgeschrieben. Und da gab es tatsächlich eine Eingangskontrolle. Und da standen dann Lehrer morgens und die Schüler in einer ganz langen Schlange. Und dann wurde bei jedem genau geguckt, stimmt alles nicht. Und ich kann mich noch erinnern, ich musste da auch mitgucken. Und da war wirklich ein oder zwei Schüler, die hatten die Schnürsenkel nicht gebunden ordentlich. Die mussten dann am Ende der Schlange wieder sich neu anstellen und dann den Schnürsenkel binden. Also das war schon... Aber die Idee einer Schuluniform, da kann man ja verschiedener Meinung sein, finde ich eigentlich vom Prinzip her gut. So, was haben wir denn hier? Ja, das sind ja unsere Orte, wo wir bisher waren. Dann gehen wir mal ins Klassenzimmer. Boden, ja, Wand, Möbel und Dekoration. Ah, jetzt kann man hier vielleicht was ändern. Hier kann man nichts ändern. Hier kann ich auch nichts drücken. Rechts und links bringt nichts. Ah, da ist Azur. Ja, dann nehmen wir mal den Boden hier in Azur. So, was können wir denn im Labor machen? Boden Klassik, Boden... Ah, da ist die Vanille. Und hier wahrscheinlich können wir nichts ändern. Nein, dann bleibt das so. Nein, natürlich nicht. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück. Ah, hier kann man sich noch umgucken. Okay. Sollen wir hier wieder rauskommen?
Aha. So, gehen wir hier mal zurück. Ja. Ah ne, jetzt haben wir es natürlich nicht gespeichert. Ja. So, anwenden. Kunstraum. Ah, da haben wir Töpfern gemacht. Kann man hier wahrscheinlich den Boden auch machen. In Lavendel. Wahrscheinlich. Au. Oh, hier kann man die Wand machen. So oder so. Oh Gott. Also da finde ich ja fast so noch schöner. Oh, na gut, wir versuchen es mal. Klassik und Dekoration geht auch nicht. Und dann schauen wir uns nochmal die Bühne an. Ah, hier ist die Kastanie. Wand können wir nicht ändern. Möbel können wir noch nicht ändern. Das bleibt so. Ja, dann bleibt das so. Da haben wir hier mal ein bisschen was verändert mit den Sachen, die wir uns hier so verdient haben, die in diesen kleinen Päckchen waren. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was wir noch nicht gesehen haben, ist das hier. Schule erkunden. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir uns mal unsere Schule ein bisschen genauer angucken. So, das ist wahrscheinlich das Lehrerzimmer oder der Chemieraum. So, ich habe... Ach, guck mal an. Ist das hier sowas wie der Aufenthaltsraum? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, ob ich hier... Aha, da kann ich ja mit jemandem reden. Dann reden wir mal. Pocketosaurus Fusion... Okay, gut. Meinetwegen, ich verstehe keinen Ton. Ich mag die Shift lieber mit dem rollenden Gameplay. Mhm, na, das sind ja mal... Die Playbe. Ja, so über Konsole reden wir auch manchmal ein paar Mal. Das machen wir gerne. Und hier wird offiziell geträumt. Das darf man jetzt. So, ihr hüpft hier ein bisschen rum. Ja, dann macht mal. Super. Kann ich hier mal reingucken? Nein, aber die Tür geht automatisch auf. Aha. Was haben wir denn hier? Gucken wir uns mal ein bisschen um. Schönen guten Morgen. Gehst du mal bitte in die Pause. Der Direktor hat Lala-Monster-Karten. Okay. Oh. Tja, wahrscheinlich hast du damit zu viel gespielt. Dann, das geht natürlich nicht. Oh, hier wird einfach sich so ein bisschen zusammengestellt. Wie wär's, wenn ihr alle mal rausgeht? Ich habe Hunger, wann gibt es Essen? Ja, das ist natürlich das, wenn man auch als Lehrer die Schulbücher austeilen muss, ja, und den Klassenraum aufräumen muss. Sag mal, das ist ja eine Einzelbetreuung hier. Wann gibt es Essen? Kann ich dir sagen. Wenn du dir dein Brot selber zu Hause schmierst, dir in deinen Rucksack packst und dir selber mitbringst. Ansonsten musst du verhungern. Gut. Guten Morgen, ihr drei. Der Hausmeister ist eine Schildkröte. Das hast du wahrscheinlich wirklich falsch verstanden. Oh, der Hausmeister ist verschwunden. Ob wir hier vielleicht ein Rätsel haben? Oh, oh, der Hausmeister ist weg. Gut, ich bin in meinem Nebenberuf auch noch Detektiv. Komm, guck mal hier. Ah, das ist bestimmt die Cafeteria. Was gibt's denn heute? Stück Pizza. So, Hallöchen zusammen. Aha, guck mal hier. Was auch immer da in komischen Schriftzeichen steht... Wasserspender, vielleicht kann ich auch... Oh, Pizza! Wann gibt es Essen? Tja. Wahrscheinlich muss man sich noch hinsetzen und diese selbstständigen Kinder auch noch füttern. Oh, ich darf da rein. Nee, jetzt sag bloß nicht, dass ich euch noch Essen geben muss. Nee. Aber wir gucken mal. Gibt nichts aus dem Kühlschrank. Pizza wurde anscheinend auch bestellt oder zu mitnehmen. Kann man sich aussuchen. Oh, wir gehen mal weiter. Guck mal hier, wie groß unsere Schule hier eigentlich ist. Oh, da ist ja das Logo an der Tür. Sehr schön. Aha, was haben wir hier? Ah, das ist so der Innenhof wahrscheinlich. Ja, wir haben bei uns in der Schule haben wir auch verschiedene Innenhöfe, die zum Teil auch wirklich gut genutzt werden oder auch für Unterrichtszwecke gut genutzt werden. Wir haben zum Beispiel einen Innenhof in der Chemie, Physik, da ist eine kleine Tafel aufgebaut und Holzbänke
Und hier wartet mein erster Mega-Auftrag. Hallöchen. Ich mag Kunst und Bio und so nicht. Lesen mag ich viel lieber, aber sonst kein Mensch, oder? Doch, also ich mag auch lesen. Oh, dafür gibt's irgendwie einen Haken. Komm, ich rutsch mal hier runter. Hallo? Darf ich nicht. Dann gehe ich halt hier wippen. Darf ich auch nicht. So. Oh, hier. Ja? Oh, ja. Hallo, grüß dich. Was kann ich tun? Ja, ich würde eine Runde machen, mitspielen. Ja, mache ich. Du kannst dich aber trauen. Ah, danke, Frau Herr Wilke. Wie wär's? Also, das gibt's ja gar nicht hier. Die anderen lachen dich nicht aus. Gehen wir nochmal hier zurück. Natürlich blau. Ich darf gar nichts aussuchen hier. Aber ich finde, wenn ich Pausenaufsicht habe, ich unterhalte mich auch immer gerne mit Schülern hier und da. Ich finde, da kommt man so außerhalb des Unterrichts mal kurz ins Gespräch. Ist ja auch immer mal schön zu wissen, was ist so los. Was stand am Wochenende an? Oder was steht an? Wie war das Wochenende? Oh, ich sehe schon, hier ist dann wahrscheinlich die Aula. Genau, hier habe ich meine außerordentlichen Fähigkeiten im Bereich der Gitarre zum Ausdruck gebracht. Oh, die Schule scheint ja schon ganz schön groß zu sein. Kein Vergleich zu unserer Schule wahrscheinlich. Also bei uns gibt es insgesamt 8 Gebäude von A bis J. Ich glaube, wir haben A, B, C, D, E, F, G. Ein H-Gebäude haben wir, glaube ich, nicht, aber dann ein J-Gebäude. Und wir haben auch natürlich ein zentrales Lehrerzimmer, aber in jedem Gebäude gibt es nochmal sogenannte Teamräume, wo die Lehrer dann untergebracht sind, die dann meistens dort in dem Gebäude auch unterrichten oder ihre Klasse haben als Klassenlehrer. Insofern, ja, aber die sind hier nicht so redselig, die sind wahrscheinlich voll vertieft in nichts. Okay, was haben wir denn hier? Kurz nach 12. Ich habe mich schon ein bisschen verlaufen, aber hier ist ein Pfeil. Ja, gehen wir mal hier rein. Ah, wer ist das denn? Test von NPCs. Non-playable characters, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall das Büro des Direktors. Oh, gehen wir mal ein bisschen weiter hier. Hallo Herr Wilke, ja, hat schon mehr gelernt, ich bin ja kein Herr, Frau Wilke. Okay. Der Direktor versteckt was in seinem Bart? Dann gehen wir da nochmal hingucken, vielleicht schleichen wir uns mal von hinten an. Vielleicht sieht er mich nicht. Gucken wir mal. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er versteckt nichts in seinem Bart. Ah, das ist wahrscheinlich die Eingangshalle. Schön. Hallo. Das ist schön, dass du wieder da bist. Du heißt Kevin. Kevin, du siehst aber ein bisschen aus. Da müsstest du ein bisschen was vielleicht an der Frisur machen. Aber okay, Kevin. So. Aha, das sieht aus wie das Lehrerzimmer. Das ist aber groß. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Blume, ein Ventilator. Oh, so ein Wasserspender. Also Wasserspender wäre natürlich auf der Arbeit auch toll. Und hier ein Computer. Das ist doch auch gut. Da kann man ein bisschen Unterricht vorbereiten. 2 Tassen Kaffee stehen hier. So stellt man sich das immer vor im Lehrerzimmer, dass da immer viel Kaffee getrunken wird. Stimmt auch übrigens. Auch bei uns im Teamraum wird ganz gerne mal Kaffee getrunken. Hat man denn dann die Zeit? Ja, wo komme ich denn jetzt hier hin? Gucken wir mal. Ah, hier geht es nach draußen. Dann gehen wir mal raus. Darf ich nicht. In der GWG werden die Türen abgeschlossen. Da kann man erst wieder raus, wenn die letzte Schulglocke läutet. Ja, Ordnung und Disziplin sind hier wichtig. Eieiei, da haben wir schon viele Pokale gewonnen. Momentan sind wir, glaube ich, an dem Biologie-Pokal-Wettbewerb da ein bisschen dran. Ja, und hier waren wir ja schon. Also einen Spielplatz haben wir natürlich jetzt bei uns an der Schule nicht. Ja, da ist wieder das... Ich, ja, mach das.
Ja. Ja, hm. Da ist was dran. Jetzt aber zufrieden. Das ist doch schon mal die Hauptsache. Ja, das stimmt. Wer über andere lustig machen, ist nicht so eine gute Idee. Bei uns haben wir zum Beispiel dann die Anti-Mobbing-AG für sowas, die sich um solche Fälle kümmert und gut ist, wirklich auch einen sehr guten Ruf hat. Gut, wir sind ja auch einige Schüler bei uns. Bei uns in der Schule, ich habe mal nachgeguckt, fast 1200 Schüler. Aktuell im Schuljahr etwas über 230 in der Oberstufe. Der Rest alles in der Sekundarstufe 1. Sekundarstufe 1 sind alles von der 5. bis zur 10. Klasse. Ich habe meine aktuelle Klasse mit meiner Kollegin zusammen, ist die 8C. Grüße an die 8C an dieser Stelle. Hier sind 29 Schüler bei uns. Ja, ich habe sonst 4 Englischkurse dieses Jahr. Die 10A und E ist mein größter Kurs mit 31. Ansonsten habe ich auch die 8, C und D. Da habe ich in meinem Kurs aktuell 18 Schüler. In Englisch, in Religion schwankt das auch. Zum Beispiel habe ich die 8C und D. Hier sind wir immer noch am Hüpfen. Geht aber, gibt gute Beinmuskulatur. In 8C und D in Religion habe ich auch 30 Schüler im Moment. Genauso wie in der 8A und B. Da sind 20 zum Beispiel, ein bisschen weniger. 9A und C habe ich in Rallye. Viele Grüße an euch alle. Da haben wir auch 26. Klasse 10A und B in Rallye habe ich auch. Das sind auch 26. Und aber auch eine 10, die 10E in Religion immer montags in der 6. Stunde. Da sind wir tatsächlich nur 12. So, gucken wir mal weiter. Das sieht mir so aus wie die Bibliothek hier. Ah, hier mal PC. Oh ja. Aha. Yippie. Juhu. Ja, Bibliothek haben wir auch, logischerweise. Eine große Bibliothek, auch die Stadtbibliothek gleichzeitig. Mit einem guten Angebot, auch digitale Medien auszuleihen. Ich habe da sogar schon mal einen Toni für die Toni-Box ausgeliehen. Sogar für zu Hause kann man ja, ist eine öffentliche Bibliothek. So, ja, ich denke mal, so sieht unsere Schule insgesamt aus. Mal gucken hier. Schließfächer haben wir auch. Ja, hier, aber irgendwie geht nicht auf. Ja, ich würde sagen, da haben wir zumindest schon mal jetzt einen Eindruck, wie die Schule insgesamt so aussieht. Eine gute Cafeteria, eine sehr gute Cafeteria haben wir auch. Ich habe ja donnerstags immer meinen Schreibkurs. Da wird donnerstags auch immer in der Cafeteria gegessen. Die Cafeteria kocht bei uns auch wirklich außerordentlich gut und auch sehr gesund. Es gab jetzt, was gab es denn? Gestern gab es Nudeln mit Brokkoli und Hähnchenbruststreifen. Also wirklich, wirklich sehr lecker. Gut. Ich denke mal, da sind wir durch. Hier waren wir überall schon. Also zentral in der Mitte hier in der Schule, können wir uns merken, ist auf jeden Fall der Playground und drumherum die verschiedenen Klassenzimmer. Gut, dann gehen wir mal wieder in unseren Klassenraum zurück. Hier ist die Eingangshalle. Gehen wir mal hier nochmal. Oh, wir gehen ins Lehrerzimmer. Ja, komm, geh ins Lehrerzimmer. Eine Tasse Kaffee vielleicht. Schwarz, ohne Milch, ohne Süßstoff, ohne Zucker natürlich. In dem Sinne, dann gehen wir hier mal wieder raus, zurück zu meiner Schule. Und dann wären wir wieder im Hauptmenü. Das war's, eine kurze Schulführung. War quasi Tag der offenen Tür heute an der GWG. Tag der offenen Tür. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.